So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Finale vom Super Mario Odyssey. Wir haben heute einiges vor uns, deswegen halten wir uns gar nicht hier groß weiter im Bowser-Königreich auf, im Bowser-Land. Und werfen unseren noch dazugewonnenen Powermond hier rein. Haben 786 Powermonde. Die Liste hier unten sieht schon ziemlich voll aus. Allerdings würde ich sagen, da in die Mitte muss noch ein Punkt hin. Und dafür werden wir jetzt, oder vielleicht zwei Punkte, ich glaube zwei Punkte fehlen noch. Dafür werden wir jetzt ins Mondland reisen. Wenn ich auf die Liste gucke, können wir auch nochmal kurz sicher gehen. Wir haben im Pilzkönigreich noch nicht alle Monde geholt. Die Achievements müssen wir dann abholen. Das checken wir dann später genauer. Wir müssen Hutland fertig. Kaskadenland fertig. Wüstenland fertig. Seeland fertig. Forstland fertig. Wolkenland fertig. Verlorenes Land fertig. Also man erkennt es oben rechts an den Sternen. Ne? Cityland fertig. Polarland fertig. Küstenland fertig. Schlemmerland fertig. Ruinland fertig. Und Bowserland fertig. Nur noch das Mondland. Dort fehlen uns noch 20 Mönchen. Die werden wir holen. Danach werden wir einen Abstecher zu Toadette machen und gucken, ob wir noch irgendwelche kleinen Aufgaben erledigen müssen oder ob sie uns direkt alle fehlenden 50 Sterne in die Hand drückt. Aber bevor wir dies machen, begeben wir uns erstmal ins Mondland und hallo! Ja, da hinten ist noch Mondquade. Okay, danke. Das ist mir bewusst, Cappy. Vielen Dank für diese Information. Wir gucken hier nochmal kurz in den Shop. Guck mal, da ist übrigens ein Mondhund. Hallo, Mondhund. Mit dir dürfen wir gleich noch spielen. Weil wir brauchen ja natürlich wieder die Powermonde. Und wir holen uns passend für den Mond natürlich das Astronauten-Outfit, was wir, glaube ich, im Let's Play nicht anhatten. Da die Folge, wo ich es angezogen habe für eine Quest im Seeland, die Folge ging ja verloren. Ich hoffe, dieses hier ist existent, sonst ist es ein bisschen bitter. Ah, cool. Wir sind Astronauten Mario im Weltall. Was kann es Cooleres geben? Keine Ahnung. Alles andere vielleicht in diesem Spiel. Das Spiel ist nämlich sehr cool. So. Wir werden als erstes natürlich darüber gehen und den Würfel aktivieren und vorher so ziemlich alles, was wir hier eigentlich sehen, ignorieren. Weil, naja, wir brauchen es ja für nichts. Mario sinkt ziemlich schnell, muss ich sagen. Guck mal, der wird immer schneller, umso länger er fällt. Dafür, dass es Mondschwerkraft ist. Ah, gut. Nur mit dem Longjump bleibt er recht lange in der Luft. Okay. Oh, guck mal, da ist so eine Turboblume. Die nehmen wir mal. Die nehmen wir. Ah, ich hab sie. So, und damit können wir. Aua. Okay. Fast nach da oben springen. So, noch ein paar Zentimeter und dann haben wir es geschafft. Tam! Super Würfel, lassen wir sogar dieses Mal ausnahmsweise durchlaufen, weil es der letzte ist. Der Mondwürfel, der Mondquader auf dem Mond. Wie ist der nur hierher gekommen? Wahrscheinlich lagert er einfach schon immer. So, aktivieren wir. Und sehen ein schönes, helles Licht am Himmel. Und dadurch bekommen wir 11 neue Powermonde, die wir hier sammeln dürfen. Und der nächste, den wir sehen, ist hier. Allerdings ist das, glaube ich, der Froggo-Powermond. Den holen wir uns gleich. Wir werden erstmal scheinbar darüber springen. Ach, da ist ein Longjump gewollt. Ja, eindeutig. Oh, super knapp. Aber wir haben es geschafft. Mario lässt sich durch nichts aufhalten. Nicht mal durch seine Fehler. So, da für den Powermond da oben brauchen wir einen Frosch. Den ignorieren wir also erstmal. Und gucken mal weiter, wo es noch welche gibt. Versuchen wir alle so Richtung Norden zu machen. Ich hoffe, ich habe alle da unten in dieser Lavaschlucht gesammelt, weil ich die echt nicht mag. Die finde ich echt nicht so cool. So, gucken wir mal, was ist denn hier? Ist da ein Powermond? Nein. Wäre auch etwas einfach. Hallo, Rakete. So, hast du einen Powermond vielleicht versteckt? Sehen wir ein Mondtaxi? Da sehen wir den in der Luft. So, nee, ich sehe kein fliegendes Taxi. Allerdings sehe ich, dass die Spitze da leuchtet. Ich sehe, dass dort oben Peach steht. Hey, Peach und Tiara sind hier, sagt er sogar. Und ich sehe, dass da oben noch ein paar Münzen zu sammeln sind. Das alles werden wir uns jetzt holen. Übrigens, diese Höhle kann man skippen im Mondland. Dafür braucht man die Sphinxien. Haben wir das Rätsel von ihr schon gelöst? Ich bin mir nicht sicher. Reden wir mal mit ihr. Hallo. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso deine Kopfbedeckung sei gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Welche Art von Blume hat der Reisende der Braut dargeboten? Ah ne, das ist erst nach der Story da. Ein Raketengewächs haben wir hingehalten. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort.
Moment, Moment, du hast hier noch eine Platte liegen. Ich kann noch mehr mit dir talken. Das Beantworten von Fragen scheint ein Hobby von dir zu sein, hm? Nun, lass es uns sehen, wie es dir mit der nächsten ergeht. Welche Tiere finden sich nicht in diesem Land? Hasen, Frösche, Hunde, Schafe. Schafe! Hm, sehr wohl, du bist ein beachtlicher Charakter. Wenn du Fragen so sehr begehrst, dann hätte ich eine weitere für dich, Reisender. Mal sehen, ob die dritte dich weiterbringt. Die Objekte, die vom Himmel fielen und über alle Länder verstreut wurden, waren welches Gestein? Mondgestein. Beeindruckend. Drei wahre Antworten mit Bedacht geantwortet, Reisender. Die folgende Frage habe ich mir für einen besonderen Moment aufgespart. Höre gut zu. Wo befindet sich der Geheimgang zum Hochzeitssaal in diesem Land? Unter der Glocke. Das haben wir zwar noch nicht gesehen, aber das weiß ich noch. Richtig, aber hast du das wirklich gewusst? Es ist ganz schön mühsam, zur Glocke hinaufzugelangen. Aha, du hast dir vorgegeben, das zu wissen. Du hast es dir vorgegeben, du Vorgeber. Wie lästig. Was soll's? Dann mal Endspurt. Beantworte diese abschließende Frage. Wie bin ich in dieses Land gelangt? Fliegen per Luftschiffsegel mit einer Rakete hergeworbt. Per Luftschiffsegel? Ja. Ah. Das kann nicht sein. Es ist unmöglich, dass du all meine Fragen richtig beantwortet hast. Aber ich kann wohl nicht immer als Sieger aus dieser Fragerei hervorgehen. Wirklich gut gemacht. Nimm dies von mir. Ja, Luftsegel war halt die logische Antwort, weil man ihn immer in den anderen Ländern hat herumfliegen sehen. Und damit haben wir sein letztes Quiz beantwortet. Oder etwa nicht? Dies und mehr in dieser Folge. So, dann sammeln wir die Münzen hier, geben uns einen kleinen Powermond, den versteckten Schatz der Sphinx und sammeln uns noch diese Münzen hier ein, die wir eigentlich für nichts mehr brauchen. Außer, dass wir sehen, dass wir Geld verlieren, wenn wir sterben. So, weil, ich weiß gar nicht, ob es geht, wenn die hier ist. Man kann, ach, das ist ein Powermond. Irgendwie so kann man hier hochklettern. An der Wand. Also so kann man da kann man dann diese Lava-Höhle skippen. Ja, irgendwie so hier an der Wand kann man abspringen an einer Stelle. Aber gut, wir hören uns erstmal den Powermond. Seitlich der Klippe versteckt. Ist auch egal. Muss ich nicht schaffen, muss ich nicht probieren. Ich habe vorne meinen coolen Weg. Guck mal, das ist die erste Aufgabe, wo ich einfach freiwillig aufgebe, weil es mir zu doof ist. Weil ich jetzt nochmal im Internet nachgucken müsste, wo genau die richtige Stelle ist. Aber man kann da auf jeden Fall hochklettern und so mit dieser Höhle skippen. Das machen die Leute auch in Speedruns. Logischerweise, weil die echt lange dauert. So, und als nächstes haben wir auf unserer Karte zwei Stück da vorne. Das ist das Cooper-Rennen. Oh, das letzte Cooper-Rennen im Spiel. Machen wir es als letztes auf dem Mond? Ja, würde ich schon sagen. Dann machen wir das als Finale vom Mond, das Cooper-Rennen. Und, was haben wir noch? Hier haben wir auf jeden Fall Mondstückchen zum Sammeln. Das können wir gerne tun. Die sind, glaube ich, über die gesamte Kirche verteilt. Ich spreche das Wort Kirche komisch aus. Das sagt mir jeder in meinem Leben. Ich weiß, aber das kann ich mir nicht abgewöhnen. Tut mir leid. Verurteilt mich nicht. Oh, warte mal, Mr. Frosch. Da drüben sehe ich etwas viel Interessanteres als ein Frosch. Nämlich... Schon wieder falsch gemacht. Ich wollte einfach nur meine Cappy auf den werfen. Fliegt der einfach nur gerade weg? Der taucht einfach wieder auf, wenn man weiter weggeht. Okay. Okay, der Hut ist zu langsam. Dann probieren wir es anders. Was passiert, wenn ich werfen drücke, während ich mich ducke? Ach so. Ich glaube, ich weiß schon, was passiert. Und wuff. Okay, 1 Zentimeter näher. Und wuff. Tada! Angeschlichen. Wie ein Ninja-Meister. Jetzt haben wir auf alle erdenklichen Arten die Vögel erwischt. Einmal einfach mit brutaler Gewalt verfolgt. Einmal die Mütze weitergeworfen. Einmal angeschlichen. Wahre Ninjas sind wir. So. Mr. Frosch, wir brauchen deine Seele. Dankeschön. Und müssen jetzt hier auf das Gebäude hochklettern. Und anfangen hier ein paar Mondstücke zu sammeln, die hier ein bisschen verteilt liegen. Und guck mal, ich glaube, das ist die einzige Stelle im Spiel, wo Peach und Mario voreinander stehen. Katzen und Peach Mario. Und sich angucken. So. Geben aber dieselben Belohnungen wie immer. Nichts Neues also von der Seite aus. Aber ist doch trotzdem ganz süß. So, dann könnte ich hier nochmal aus dem Frosch rausgehen und so, da meine Mütze ein bisschen drüber reiben. Aber ich will meinen Frosch behalten. So, deswegen muss ich direkt wieder in meinen Frosch reinwerfen. Hallo. Und den Powermond holen. Ein Mond für dich auf der weißen Spitze. So, da ist ein Mondsplitter. Huch, nicht so hoch. Hallo Peach, tschüss Peach. Dann habe ich gerade auf der anderen Seite drüben, genau da,
einen Mondsplitter noch gesehen. Oder wie heißen diese Dinger? Keine Ahnung. Ich nenne sie Mondsplitter. Eine gute Beschreibung. So, dann ist bestimmt auf der Vorderseite noch einer. Nein? Vielleicht auch nicht. Ich sehe zumindest gerade keinen. Da können wir mal ganz oben versuchen zu gucken. Ist mir ein bisschen schwerer, da hochzuspringen. So, ja, da oben ist einer. Ah, danke, Mario. Und nochmal ein bisschen höher springen. So, gut, dann haben wir die drei. Und dann hole ich mir noch natürlich das Mondstückchen hier. Hallo. Bitte nicht auf der Spitze oben. Ah, an der Vorderseite. Guck mal. Habe ich mir doch gedacht, dass an der Vorderseite irgendwas ist. War ja auch zu offensichtlich. So, und bevor wir hier nochmal da hochklettern. Diesmal ohne Frosch scheinbar. Hallo, holen wir uns einen Powermond. Mondstücke auf dem Mond. Ja, faszinierend, ne, Mario? So. Wer braucht einen Frosch, wenn man einen hüpfenden Klempner haben kann? Niemand. So, guck mal. Also einfach mit der Stampfsprungtechnik. Hallo, Peach. Ups. Erstmal im Kopf gegen eine Glocke. Wie wunderschön, unser Planet. Dort, direkt vor uns zum Greifen nah. Ich frage mich, wo Zylindrien liegt. Von hier aus gesehen ist meine Heimat sicher ganz winzig. Oh, dieser Mond segelte aus dem All direkt in meine Hände. Möchtest du ihn vielleicht gerne haben? Kriegst du aber nicht. Doch. Hallo, dankeschön. Ein Mond für dich, Peach im Mondland. Ich war ganz schön lange weg. Jetzt sollte ich nach Hause. Sonst machen sich alle anderen womöglich Sorgen. Ja, und Peach ist zu guter Letzt natürlich noch im Pilzkönigreich. So. Müssen wir... Kann man die Glocke irgendwie läuten? Ich glaube nicht. Wir müssen einfach nur da reinspringen. Dann tun wir dies. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. So. Und da drüben chillt ein Powermond für uns. Und wir sehen, da unten ist auch noch ein leeres Gemälde. Hallo. Ein Mond für dich. Oben im Gebälk. Und wir haben den auch von der Kirche auf jeden Fall, den neuen Powermond. Und wir haben auch hier noch ein Gemälde, wo wir ins Forstland müssen. Ich weiß ganz genau, wo das ist. Das ist da die Challenge, wo man den Feuerbruder ohne seinen Hut bekämpfen muss. Da die Ecke. Okay. Kann ich mir merken. So, kann ich hier was für irgendwen tun? Ich glaube, der wollte irgendwas, oder? Ich habe mir den Bauch mit Kuchen und Häppchen vollgeschlagen. Jetzt ist mir leicht blümerant. Ist dein Doktor anwesend? Du bist so ganz und gar nicht, wonach ich suche, Schnäuzbärtiger. Du siehst überhaupt nicht wie ein Doktor aus. Okay, dann brauchen wir eine Doktorkostüm. Aber vorher schnappen wir kurz mal das Hochzeitsgeld. Was hier, warum auch immer, auf den Tischen liegt. Sogar unsichtbares Hochzeitsgeld. Zack. Und her damit. Sehr schön. Ein toller Ort, um zu heiraten, oder? Eines Tages. Sagst du auch was? Nö. Du guckst nur. Meine Liebe zu dir lodert stärker als das heißeste Vulkan. Meine Liebe zu dir ist jedenfalls der tiefste Ozean. Oh, guck mal. Süß. Der braucht einen Arzt. Ich sorge hier ein wenig für Ordnung. Okay, das ist nice. Der Abfall scheint ja schon soweit unter Kontrolle zu sein. Ach, guck mal, die gießen aber die Tische. Reinigungsvorgang im Gange. Okay, nice. Cool. Dann gucken wir mal, was der Herr zu dem leeren Gemälde sagt. Da sollte ein Gemälde hängen, oder? Das sollte es. Und was sagt ihr dann zu dem linken Gemälde? Dieses Porträt habe ich schon mal gesehen. Muss ich das wiederholen? Ich weiß es nicht. Wir lassen es erstmal. Das ist einfach nur der Endbosskampf. Ich glaube, man muss ihn nicht wiederholen, weil er keinen Powermond gibt. Das andere Gemälde wird sich vielleicht im Verlauf der Folge füllen. Vielleicht auch nicht. So, dann schnappen wir uns jetzt einen Frosch und holen uns den Powermond da vorne, den man ganz klein sieht. So. Und jetzt müssen wir den Controller einmal schütteln und darüber hüpfen. Und eventuell schon den Powermond sogar kriegen beim Rüberspringen. Oh, wie knapp, wie knapp, wie knapp. Ah gut, dann machen wir es nochmal. Und da haben wir den Powermond. Ein Mond für dich. Froschhüpfern hoch hinaus. Und weit. Sehr weit. Huch. Nein, tut mir leid, Mr. Frosch. Ich wollte dich nicht opfern, aber ich hatte keine andere Wahl. So, da drüben sehe ich eine Vogelstatue. Dann laufen wir schnell dahin. Beziehungsweise hier ist auch einer auf dem Weg darüber schon gewesen. Dann nehmen wir doch erstmal die hier. So, die verlangt von uns das Unmögliche. Scheinbar, dass wir... da oben drauf klettern. Ohne unsere Mütze.
Ein Mond für dich. Tic-Tac-Turnier Nummer 2. So, krieg ich bitte meinen Hut wieder. Dankeschön. So, dann sind wir fast da. Da sehen wir übrigens auch schon wieder einen lila Koopa stehen, der natürlich wieder eine nette Challenge für uns hat. Aber erstmal machen wir das Tic-Tac-Turnier von hier und das will, dass wir Long Jumps machen. Nehme ich an. Ja, cool. Whee! Ups, ein Mond für dich. Tic-Tac-Turnier Nummer 1. So, dann klettern wir da hoch und dann holen wir uns die lila Münze und dann reden wir mit dem Koopa, weil ich heute einfach extra dreist bin und euch hier warten lasse. 1, 2, 3. Okay, fehlen noch 6 Münzen, dann haben wir alle aus dem Königreich. Das soll es ja nicht so die größte Challenge. Und reden wir erstmal mit dir. Hallo. Hey, Koopa, Lust auf eine kleine Herausforderung? Laufen finden ja die meisten ganz schön, aber kaum jemand gibt sich richtig Mühe. Beim Feinlaufen geht es genau darum. Wenn du dich als Talent erweist, bekommst du sogar einen Preis. Willst du es versuchen? Klaro. Zeit im Kreis zu laufen. Wir müssen außen an dem Krater vorbei und am Ende der Linie. Ja, lauf einfach in die Richtung. 80 Punkte. Mario, warum springst du? Ich habe nur bestätigt. So. Das ist natürlich perfekt für mich, wenn ich jetzt schon nicht mehr sehe, wo ich lang muss. Aber egal, wir laufen einfach irgendwie und es wird der perfekte Kreis sein. Und ihr werdet sagen, hä? Wie hat er das geschafft? Alter, guck mal. Es waren mindestens 80 Punkte, ich habe 75. Ja, weil wegen diesem scheiß Sprung am Anfang. Das war nicht perfekt, das war 100 Punkte. Hundertprozentig. Nur weil Mario gesprungen ist. Bist du bereit? Ja. Und dann springt er einfach los. Böser Mario. So, dieses Mal aber. Wir laufen hier lang. Darüber. Gehen hier im Kreis. Und kommen im Ziel an. 83 Punkte. Hey. Die letzte Kurve war immer noch ein bisschen schlecht, aber hey. Gibt es hier zwei Powermonde oder nur einen? Weil wenn ich jetzt nochmal 90 Punkte brauche, dann brauche ich wahrscheinlich ein paar Versuche. Hallo? Du bist zurück. Ich habe noch einen Preis. Willst du es versuchen? Ja? Ast rein. Bereit? Du musst mindestens 90 Punkte. Okay. Versuch Nummer 90 Punkte. Die Ecke hier hat mir schon mal alles abgezogen, was ich hätte verdienen können an Punkten. So. Und ins Ziel. Oh! Dann schauen wir mal. 90 Punkte, 92 Punkte. Hey! Der Lauf war nicht von schlechten Eltern. Tada! Dieser Mond gehört jetzt dir hier. Dankeschön. Sehr nett von dir. Noch ein Spaziergang auf dem Mond. Okay, zwei weitere Powermonde für uns. Ich stecke den Controller kurz an, nicht, dass der jetzt gleich leer geht. So, hallo! Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Der Controller ist jetzt über die Hälfte geladen. Ich hoffe, das reicht jetzt noch bis für den Rest der Folge. Wir haben alle gesammelt, alle speziellen Powermonde, außer die auf der Insel da hinten oben drauf. Dann gucken wir mal, was da für zwei Powermonde versteckt sind. Wenn es zwei Stück sind, rechne ich mal stark damit, dass da oben jetzt eine Röhre auf uns wartet. Oh, guck mal, das Hoppeldi-Hopp. Ja, das letzte Mal diesen Hasen fangen. In der Luft. Aber wir haben es geschafft. Dann haben wir schon. Nein, wir haben Hoppeldi-Hopp schon fertig gefangen. Für immer und ewig und ewig und ewig. Nice. Sind wir doch ein guter Mario. So. Dann ist jetzt hier eine Röhre. Ja, okay. Wenigstens das stimmt. Da drüben sehen wir übrigens auch noch zwei Powermonde, die wir uns holen können. Ja, ich glaube, das sind zwei. Aber erstmal machen wir die Röhre hier auf dem Mond. Und haben ein Gebiet mit Mondschwerkraft. Das sieht mir nach Mondschwerkraft aus. Okay. Dann. Oh, ich glaube, hier bin ich echt ein paar Mal gestorben beim ersten Mal, als ich hier unterwegs war. Und ich glaube, euch muss man gar nicht besiegen, aber ich habe gerade Lust drauf. Weil du mir sonst auf die Nerven gehst. Zack. Und er bringt gratis Geld. Bin ich jetzt also ein offizieller Kopfgeldjäger? Ich weiß es nicht. So. Wir wollen auf jeden Fall so schnell wie möglich dahin und einfach hier rüber hüpfen. Ja, durch die Mondschwerkraft nicht so einfach. Und ich glaube, ich möchte hier sein. Oder bin ich hier falsch? Ne, ich glaube, beim nächsten möchte ich da sein. Ja. Tschüss. Wir sehen uns gleich hier. So. Dann versuchen wir erstmal Schritt 1 Mr. Kraken zu besiegen. Und perfekt unter ihn gesprungen. Das ist auch ein Meisterwerk. Allerdings würde ich lieber eine Stampfattacke auf ihn machen. Danke. Okay. Haben wir Mr. Kraken besiegt, unseren Erzfeind.
Und warten, bis es einmal rübergeklappt ist. So, und jetzt wollen wir mit der Klappbahn fahren. Hallo. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier hin und nochmal mit der Klappbahn fahren. Genau, guck mal. Hallo, versteckter Powermond. Ein Mond für dich. Schaukel auf Schaukel. Stein auf Stein. Herz auf Herz. Und ein herzhafter Sprung wird sich jetzt auch im Mario-Land gegönnt. Bitte nicht zu weit, danke. So. Ich glaube, ich gehe lieber auf die Nummer sicher. Und spring perfekt rüber. Ja, und stampf. Ein Mond für dich. Auf Riesenschaukeln. Ja, Schaukeln hätte ich es jetzt nicht genannt, aber ja, sie schaukeln hin und her. Also stimmt es in gewisser Weise. Gut, jetzt da wir diesen Mond haben, gibt es noch 3 Powermonde, die uns markiert sind, die wir holen müssen. Und ich weiß nicht, welche es sind, aber wir holen es auf jeden Fall erstmal die hier bei der Röhre, weil die hier so schön nah sind. Hallo, habe ich hier auch Mondschwerkraft? Aber natürlich habe ich hier auch Mondschwerkraft. So. Wäre ich ja fast runtergefallen. So. Es geht hier noch relativ simpel. Aber hier war ja irgendwo so eine Note. Ein Mond für dich auf der Steilwand. Ja, die ist steil. So, hier oben ist ja eine Note versteckt. Und 3 von den Münzen. So, fehlen nur noch 3. So, und ich nehme an, jetzt dürfen wir den ganzen Parcours nochmal machen. Ja, ich warte nochmal kurz. So, wir fangen nämlich anders an. Wir gehen nämlich die Strecke richtig herum ab. Heißt, wir werden erstmal vorne hinhüpfen und jetzt hier einfach schnell durchhüpfen. Wir werden auch in alle Gegner reinspringen. Einfach zum Zeitsparen. Und wir sind nicht mehr in dem Gegner drin gelandet. Okay, cool. Aber es hätte halt Zeit gespart, weil die Zeit wird eh angehalten, während man Schaden kriegt. Und so, und dann hätten wir auf jeden Fall alle bekommen. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aber hey, so ist ja noch besser. Ein Mord für dich! Notenjagd, schwerelos. So. Auf nach oben. Auf unserer Karte war das sogar einer der versteckten Monde. Das ist sehr gut. Was heißt versteckt? Aber einer der beiden Monde. Und der andere ist da oben auf dieser Plattform drauf. Okay. Oh, guck mal, wie ich sehe gerade, wo ich gerade unterwegs bin, dass hier in dem Krater wieder so ein Stampfi-Freund ist. Haben wir den schon? Nee, haben wir noch nicht. Okay, ein Mond für dich. Rumgeschleiche im Krater. Hallo, schön, dass du hier auf mich gewartet hast. Dann hüpfen wir mit der Blume hier nach oben und da ist jetzt eine Röhre. Ich frage mich ja, wo die 3 lila Münzen sind, die mir noch fehlen. Hoffentlich nicht in dem Bowser-Krater da unten. Oh, das Level hier. Oh, okay, cool. Das habe ich nicht. Das ist auch eins der Level, die ich weniger mochte, weil die Schwerkraft, also die Steuerung hier ist echt merkwürdig. Wenn ich jetzt loslasse, muss ich nur oben und unten drücken. Aber wenn ich anfangsmäßig loslaufe, muss ich nur nach rechts drücken. Und hier funktioniert es rechts nicht mehr. So, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, muss ich rechts und links drücken, nicht mehr oben und unten und so weiter, ne? Also das ist viel zu verwirrend. Die hätten einfach sagen sollen, man bleibt bei der Steuerung, die man hat. Links und rechts. Ah nein, jetzt muss ich unten drücken. Muss ich rechts drücken und jetzt muss ich springen. Hallo. So. Und Schwerkraft umdrehen. Hallo. Na, ihr mondigen Freunde. Wohin fahre ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. So. Ach, über die Schlucht. Sehr schön. Und hallo, Mr. Cooper. Du hilfst mir doch bestimmt, einen Powermond zu bekommen, wenn ich dich dagegen baller. Ja, ich habe mir nicht mal wehgetan. Ich habe da oben was gesehen. Und deswegen drehe ich um. Nach oben. Zack. Ich glaube nämlich, ich muss da links hochspringen. Dann kann ich hier rein. Dann bin ich in einer neuen Flugbahn. Oh, hallo. Zack, 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 zack. Hallo! Ein Mond für dich am Rand der Galaxie. Oh, okay. Dann warten wir kurz, bis wir wieder nach unten gefahren werden. Ich verstehe diese Mondphysik nicht. Aber es ist sehr Super Mario Galaxy mäßig. Oh, 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 oh. Oh, hallo Cooper, warum bist du denn wieder da? Egal. So, und der Mittelpunkt des Planeten. Im Herzen der Galaxie, genau, das wollte ich sagen. Danke, dass du schönere Worte für mich rausgesucht hast. Haben wir die beiden gesammelt. Sehr gut. Ist das eine andere Plattform als der Eingang? Weiß gar nicht. Dann kommt unser letzter Einsatz von Bowser zustande, weil ich keine Ahnung habe, wo die 3 Münzen sind. Es leuchtet auf die Höhle. Hurra!
Nochmal ganz sicher gehen. Ja. Hallo. Willkommen in der Rock'n'Roll-Höhle. So. Die drei Münzen, die mir fehlen, sind da vor mir auf einer Säule. Okay. Das ist... Da komme ich, glaube ich... Komme ich da mit einem Knochen trocknen? Ja, ich weiß es nicht. Ich könnte hier mit einem Panzer abschießen eventuell. So, dann nehmen wir den Panzer hier und versuchen mit dem Panzer einfach die Dinger abzuschießen. Ich glaube, das darf man nämlich. Ja, ja, okay. Wir haben alle auf dem Ding gesammelt. Sehr schön. Gut, dann raus hier. So, dann würde ich nämlich sagen, wir gehen in den Shop, holen uns das Doktor-Outfit und kaufen natürlich die Reste hier auf. Mit dem Hund müssen wir auch gleich noch spielen. Nicht vergessen. So, hallo. Ich hätte gerne den Mondland-Sticker. Damit haben wir alle Sticker für die Odyssee. Ich hätte gerne das Mondstück-Fragment. Damit hätten wir noch nicht alle Deko-Objekte. Und die Mondlampe. Und die Odyssee ist fertig. Wir haben alle Deko-Objekte, alle Sticker, alle Möbel und sonst was. Wir gucken auch gleich nochmal hinein. Aber wir müssen uns sogar noch einen Mond hier auf dem Ding kaufen. Weil da noch kein Haken dran ist. So, ein Haken dran, keine weiteren mehr kaufen. Warum oder wie, erkläre ich dann... gleich. Achso, eine Sache im Kleiderschrank. Unten ist übrigens schon an den unteren Kleidungsstücken ist schon ein Stern. Und oben haben wir 40, also fehlt oben noch etwas. Da fällt mir auch übrigens gerade wieder ein, dass jemand in den Kommentaren wieder nett sein wollte, aber einfach nur alle, die das Projekt nicht kennen, gespoilert hat mit dem Kommentar. Weißt du, das sind diese Leute, ja, du musst das machen und das und dann kriegst du das und das, Zombie. Ich habe das Spiel schon mal zu 100% gespielt. Du musst mir nichts erklären. Man muss mir... Es ist nett gemeint, ich weiß, aber ihr spoilert doch nur alle, die das Projekt noch nicht auswendig ich kenne. Oder die das hier zum ersten Mal angucken. Weißt du? Hauen da die Mega-Secrets, die man noch am Ende sammeln kann und sowas raus in den Kommentaren und spoilern aber den Leuten dann das in der Folge. Macht doch nur Leuten was kaputt. Und mir helft ihr auch nicht, weil ich schon weiß. Aber gehen wir erstmal hier zu der Robbe. Hallo! Jetzt ist eh zu spät, ist die letzte Folge. Ich habe mir den Bauch mit Kuchen und Häppchen vollgeschlagen. Jetzt ist mir leicht blümerant. Du siehst von Kopf bis Fuß wie ein Doktor aus. Ich habe schon auf dich gewartet. Bitte, untersuch mich schnell. Bist du fertig? Vielen Dank. Bitte nimm dies als Vergütung entgegen. Und schon fühlt er sich wieder gut. Was die Präsenz eines Arztes ausmacht. Ein klarer Fall für Dr. Mario. So, was sagst du? Bitte was? Die Zeremonie ist schon vorbei? Gar nicht mitbekommen vor lauter Bauchschmerzen. So eine Schande. So. Was fehlt uns laut der Liste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Monde fehlen uns noch. 2 Stück sind durch das Rennen. Also muss ich, sobald 2 fehlen, das Rennen machen. Okay. Mit Captain Toad hier haben wir schon geredet, oder? Ich bin nur sicher. Du hast Bowser besiegt. Ja, das gelingt dir eigentlich immer. Aber trotzdem, gute Arbeit. Ach, und ich bin derweil nicht unnötig gewesen. Ich habe einen Mond für dich aufgetrieben. Okay, wir haben noch nicht mit Captain Toad geredet. Danke, Captain Toad. Vielen Dank, dass du mich nicht getötet hast. So, gut, dann haben wir das geklärt. Den Powermond, der hier oben in der Luft schwebt, den haben wir, ja. Sehr gut. Dann helfen wir mal kurz dem... Dann laufen wir mal mit dem Doggo ein bisschen Gassi. Und ich schlag mal alle Mondsteine, nicht, dass in einem Powermond drin ist. Nee, sind alle kaputt gegangen. Okay, sehr gut. So, Mr. Dog, helfen Sie mir, kommen Sie mit. Grabungsstelle 1, direkt vor dem Stand. Münzen. Grabungsstelle Nummer 2. 2 Krater weiter. Eine Münze. Grabungsstelle Nummer 3. Da die Klippe runter hinter dem Shop und dem Hund einfach einen Kilometer weit durch die Gegend führen. Wieder Münzen. Grabungsstelle Nummer 4. Ganz die Ecke hier unten. Hund schnüffelt. Hund hat aufgespürt. Hund hat Mond gefunden. Ja, endlich. Auf dem Mond gefunden. Guter Hund. So, und dann benutzen wir jetzt unser restliches Geld, um Toad einfach den Rachen wieder ein bisschen voll zu stopfen. Der braucht ein bisschen Money. So, für dieses Land habe ich keine Hinweise mehr auf Lager. Okay, eins zeigt in die Kirche hinein. Eins zeigt da links auf die Insel. Gucken wir mal da links auf die Insel. Das andere zeigt aufs Cooper-Rennen. Ach so, in der Kirche ist das Gemälde, klar. Okay, dann müssen wir nur noch das da drüben schaffen. Da ist ein Stein in diesem Krater, der, glaube ich, auf der Karte markiert war. Ist das etwa ein leuchtender Stein? Ja, natürlich ist es ein leuchtender Stein. Oh, wir haben ihn kaputt. Sehr schön. Ein Mond für dich, Rollfels auf dem Mond. Hat gar nicht so lange gedauert. 3, 4 Mal. Okay,
Dann fehlt uns nur noch das Gemälde und das Cooper-Rennen. Und da ich gesagt habe, das Cooper-Rennen mache ich als letztes, werden wir uns schnell unsere Odyssee schnappen, ins Forstland fliegen und kurz den Mond holen, der da ist. So. Dann werfen wir erstmal unsere schönen Farben. Also die haben eine schöne Farbe auf dem Mond. So ein bisschen. So ein Babygelb. Keine Ahnung, ob es das gibt, aber wir haben 812 Power-Monde schon. Wir haben die 800 überboten. So, wir befinden uns in der Mitte des Forstlands und wir sehen eigentlich schon fast die Stelle, wo wir die Stampfattacke machen müssen. Denn die Stelle ist einfach hier um die Ecke und genau da. Tada! Hallo, ein Mond für dich. Ihr habt Mondland Kunst gefunden. So, und dann sind wir hier auf dem besten Wege, die letzten zwei Monde vom Mondland zu holen. Monde vom Mond. Und dafür machen wir das Cooper-Rennen. Ein letztes Mal gegen die kleinen Cooperlinge antreten. Außer es kommt irgendwann DLC, aber ich glaube nicht. Und dafür müssen wir einmal den kompletten Mond überqueren, bis da hinten oben. Und ich glaube auch nicht, dass es sonderlich großartige Speedrun-Strecken gibt, außer dass ich jetzt meinen Controller gleich schüttel. Wie verrückt. Moment. Man darf den Controller erst schütteln, wenn man einen Schritt gelaufen ist. Beziehungsweise auf dem Mond, glaube ich, sogar ein bisschen mehr. Und ja, dann sieht man ja, wie schnell man unterwegs ist. Naja, oder wie nicht schnell man unterwegs ist. Und dann rollt man einfach halt Vollgas so los. Aber nicht da in diese Schlucht. Genau, man sollte nämlich hier, glaube ich, langlaufen. Und einfach da so rüberspringen. So, dann können wir da wieder hochrollen. Da wieder so ein... Und einfach, keine Ahnung, die ganze Zeit aber nur rollen eigentlich. Ich glaube, hier war so eine Sprintblume. Die wird noch, glaube ich, ein bisschen Geschwindigkeit dazugeben. Aber ich weiß nicht, ob die immer da ist. So, das Springen sollte ich auf jeden Fall lassen. Das ist nämlich viel langsamer. So, shake, 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 shake. Und... Oh, ich dachte, ich kann auch eine Stampfattacke machen. Warum auch immer ich das gedacht habe. So, da können wir nochmal langrollen. Dann, ja... Noch einmal in Zeitlupe mit Mondschwerkraft hier hochklettern. Und... Tada! Unter einer Minute. Sehr schön. Jetzt nochmal vielleicht ein bisschen gerader und ein bisschen weniger dumm springen. Und dann haben wir auch unseren zweiten Powermond. Das war ja Überschallgeschwindigkeit. Hier ein Preis für dich. Ein Powermond. Dankeschön. Standardrennen im Mondland. Gucken wir mal in die Tabelle, wie wir mit einer Minute stehen. Und wir stehen... Auf Platz 100.000. Ich guck mal, was die Bestzeit ist, dann wissen wir, ob wir... Ich guck mal danach sonst nach. Die Bestzeit ist fast die Hälfte. My alt, lol. Und Brett Yoshi, okay. Hey there. Haben wir wenigstens gute Namen, die ersten Plätze. Dann guck ich mal nach, wie das Schnellste auf dem Mond ist. Okay, man muss am Anfang an der Seite runtergehen, da ist eine Turboblume. Allerdings werde ich das nicht erklären und ihr werdet jetzt einen Versuch sehen, wo ich es schaffe. Okay, ich hab... es ist schwer. Das ist, glaube ich, echt eine der schwersten Strecken, erstaunlicherweise. Weil man muss die Mütze... Also, da wo ich über die Schlucht gesprungen bin, muss man die Mütze so werfen, dass man mit der Mütze einen Sprung macht, damit man es gerade so über diese Klippe schafft. Und dann muss man noch eine weitere Blume aufsammeln, bevor die Blumen auslaufen, damit man noch mehr Speed hat. Und dann kann man gegen Ende mit der passenden Geschwindigkeit und dem Restgeschwindigkeit der Blume, wenn man einen Dreifachsprung macht, ganz genau nach oben springen, wenn man über seine Mütze springt. Aber das kriege ich nicht hin. Nee. Da, also so sehr werde ich mich nicht im letzten Part quälen hier. Dankeschön, ich habe noch genug vor mir. Wir gucken mal, wo wir sind mit 47 Sekunden. Wahrscheinlich immer noch unter den 50 Millionen. Wir sind Platz 2400. Okay. So viel von 100.000 bis 2400. 10 Sekunden. Gut, wir haben wenigstens ein bisschen was abgeschäft. In der Freundesliste, ja, sind wir Platz 1. Mit Nefias. Nicht sehr viele Leute, die die 100% bisher verfolgen, wie es scheint. Können wir danach, wenn ich fertig bin, noch weiter drüber reden. Hab noch ein bisschen was zu erzählen, auf jeden Fall.
Aber wir haben jetzt das Mondblatt komplett. Ja, guck mal. Der Kreis ist erfüllt. Ein weiteres Licht leuchtet. Wir werfen die Monde hinein. Und haben jetzt 815 Powermonde. Allerdings sind das ja noch nicht alle. Wir haben immer noch 2 Sterne. Auch hier auf jeden Fall. Wir haben alles gesammelt. Wir haben immer noch das eine Königreich, wo wir noch nicht waren. Und wir haben immer noch einige im Pilzkönigreich zu holen. Die holen wir jetzt. Aber bevor wir die holen, werfen wir gerade noch mal kurz hier auf den Mond einen Blick auf unsere Odyssee. Da ist der Mondsticker übrigens über New Donk City, der neu ist. Wie sie denn voll aufgewertet mit allen Stickern und so weiter aussieht. Die Narbe ist auch weg, fällt mir gerade auf. Und hier drin, guckt mal, wie schön. So viele Souvenirs aus so vielen Königreichen. Der Mond klackert ein bisschen. Was macht der Mondstein hier? Okay, ja, klingt ein bisschen, als hätte er so eine Plastikscheibe außenrum. Und jetzt, würde ich sagen, gehen wir ins Pilzkönigreich und holen uns unsere Achievements ab. Mit Toadette. Wie viele normale Sterne fehlen hier? 2 Stück fehlen hier. So, aber der Tiptoad hat auch wieder neue Hinweise hier für uns. Deswegen können wir ganz sicher gehen, wo die sind. Einer ist beim Pilzkönigreich, beim Schloss oben. Okay, das wundert mich nicht. Ich weiß nicht genau, wo ich das ist. Und wo ist der andere? Ist es einer der Besucher? Ja, ich glaube schon. Okay. Weil, wie gerade auch irgendwer hier erwähnt hat, ja, schon toll, dass jetzt so viele Besucher von aus den ganzen Welten hier sind. Alle Besucher, aus allen Königreichen sind jetzt hier Besucher und chillen hier und reden mit den Toads und ja, nachdem Peach eine Weltreise gemacht hat, hat sie einfach alle hierher eingeladen. Und guck mal, da auf der Brücke können wir, dürfen leider ja nicht so nah, alle Vögelarten aus dem Spiel, also ein paar der Vögelarten aus dem Spiel sehen, die aber alle gemeinsam sitzen. Selbst die Vögel wurden eingeladen, wie nett. So, dann gucken wir mal kurz erstmal dahinter, wo der eine Stern ist, der uns noch fehlt. Es ist der Toad hier zwischen den beiden Bäumen. Suchst du was? Ach, guck mal, was auf seinem Kopf sitzt. Ein kleiner Zylinder. Hast du herausgefunden, wo ich mich verstecke? Dabei war mein Versteck echt genial. Bitte sag niemand, wo ich bin, ja? Ich gebe dir auch eine Kleinigkeit als Anreiz. Ja, dieses Geräusch zu hören, das ist schon Hut-Versteckspiel auf Toadsche Art. Toadsche. Gutes Wort. Und guck mal, hier sind auch ein paar Robben, die jetzt stillen. Wie tief der Brunnen wohl ist. Der Brunnen muss doch irgendwo hinführen. Da war ich schon. Hab ich alles schon erledigt in den Pilzkönigreich-Folgen. So. Allerdings fehlt uns immer noch ein kleiner Powermond. Die reden übrigens von dem, Cappy-Typ, der sich versteckt. Nämlich, deine Stern fehlt mir noch. Hallo. Meine Reise mit Tiara war wundervoll. Wir haben so viel erlebt. Daran werden wir uns gemeinsam erinnern können. Und mit mir ist etwas bewusst geworden. Es ist unheimlich wichtig, seinen Horizont zu erweitern und neue Bekanntschaften zu schließen. Und ganz gleich, welches Land man auch bereist, ein Lächeln ist das universelle Zeichen der Gastfreundschaft. Wir sollten unsere Zeit darauf verwenden, mit unseren Ländern eins auf das Gesicht unseres Gegenübers zu zaubern. Darum habe ich beschlossen, Bewohner aller Länder ins Schloss einzuladen. Unsere Reise war wirklich wundervoll. Überall lächelnde Gesichter. Ich habe noch ein kleines Andenken an unsere Reise für dich. Ein letzter Powermond für dich. Ein Mond für dich. Prinzessin Peach ist wieder daheim. Mario und Cappy, wie verläuft eure große Reise? Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Danke. Ist diese Welt nicht wunderbar, sagt sie dann noch. So, wir holen uns kurz mal ein Mario-Outfit. So, wie ungewohnt ist das denn, wenn man das ganze Let's Play so viele bunte Kostüme anhatte, auf einmal einen völlig normalen Mario zu sehen? Ich wollte ja eigentlich noch mit den Prinzessinnen-Outfit rumrennen, aber irgendwie bietet sich gerade keine Gelegenheit dafür an. Vielleicht kommt ja noch gleich irgendwas, oder ich überlege mal, vielleicht kommt ja noch eine Stelle, wo ich dann sage, jetzt kann ich es doch anziehen. Aber erstmal gehen wir in den Pilzpalast, weil wir jetzt offiziell alle gesammelt haben, außer alle von den Toadette-Dingern. Und ich will noch gar nicht wissen, ob mir welche fehlen. Deswegen, wir müssen übrigens für jeden einzelnen Stern einen Dialog bei Toadette durchdrücken. Sie freut sich drauf, ich nicht. Ihr kriegt mega Vorgespule. Außer wenn welche, ja, keine Ahnung. Du hast deinen Erfolg ausgezeichnet. Deine neue Leistung lautet, endlich wieder Weltfrieden. Ich wusste, du schaffst es. Hier hast du einen Powermond. Den hast du wieder verdient. Und so geht's jedes Mal weiter. Und wir müssen uns 60 Stück holen. Also, ne? Viel Spaß.
Ah! Ja, ich hoffe, du kannst alle deine Träume erfüllen. Ich hoffe es auch. Sind wir fertig? Haben wir alle von Toadette? Oder, einer fehlt. Okay, gucken wir mal, was wir erreicht haben. Ich will ja nicht hier einfach nur alle annehmen und dann sagen, gut, das war's. Gehen wir ganz hoch. Rette Prinzessin Peach aus Bowsers Klauen. Bring Frieden über alle Länder der Welt. Schnapp dir Monde. Haben wir 876 von 100. Schnapp dir mehr Monde, schnapp dir noch mehr Monde. Kauf dir was mit Spezialmünzen. 13 von 13. Sammle 8-Bit-Monde, haben wir viele. Sammle Monde aus Schatztruhen. Jage Noten, Noten und schnapp dir Monde, haben wir ein paar Mal. Tic-Tac-Turniere haben wir alle. Triff dich mit Captain Toad, haben wir 14 von 10 Mal. Okay. Man kann den immer öfter treffen. Triff dich mit Prinzessin Peach in der, auf ihrer Weltreise, haben wir 15 von 10 Mal. Hüte Schafe, schnapp dir Monde von Gumbette. Ah, ich nenne sie immer Gumbella. Egal, Gumbella finde ich auch süß. Als Namen. Angel Monde als Lucky Tour. Lass Samen sprießen und ernte Monde. Fang Hasen, Tausch gegen Monde. Lege Monde durch Stampfattacken frei. Wirf deine Kopfbedeckung auf Objekte. Sammle Monde von Wandervögeln. Sammle Monde durch das Tragen von Outfits. Sammle Monde. Finisher Post, die sich auf Leuten verstecken. Spiele Musik, die Toad sich wünscht. Nutze Hinweiskunst, um Monde zu finden. Sammle Monde beim Spielen der Form Jackpot. Gewinne Cooper Freerunning Wettkämpfe. Erziele Mindestpunktzahl beim Cooper Pfeillauf. Beantworte alle Fragen der Sphinx richtig. Sammle Souvenirs und Sticker. Verkappere verschiedene Objekte. Sammle Hüte. Sammle Outfits. Sammle Mondquader. Sprenge Mondquader. Reise durch Warblöcher. Oh! 9 von 10. Das könnte ein Problem sein, das zu finden. Aber gut. Darum kümmern wir uns gleich. Aktiviere Rücksetzpunkte. Haben wir alle 85 Stück, die es gibt, glaube ich. Sammle Münzen. 10.000 ist, glaube ich, das höchste. Wir haben 25.000 gesammelt. Hupsi. Springen. 10.000 Mal. Ja, haben wir. Wir haben es fast 20.000 Mal. Wirf Cappy. Haben wir gerade so erreicht. Guck mal, Cappy muss man nicht so oft werfen. Gut, dann suchen wir das letzte Portal, wo auch immer ich das übersehen habe. Und dann haben wir fast alle Powermonde aus dem Spiel. Und meine Vermutung ist doch richtig, das ist sehr schön. Aber wie gesagt, darüber reden wir, wenn wir fertig sind. So, dann werfen wir erstmal unsere ganzen Powermonde da rein. Das war jetzt echt, keine Ahnung, 10, 20 Minuten oder 10 Minuten, glaube ich, wo ich einfach nur A gemasht habe. Hab nebenbei aufs Handy geguckt. Was soll ich machen? Die hat so viele Monde gehabt für mich. Wusch! 876! Oh, so nah dran. So nah dran, Leute. So, lasst uns überlegen. Ein Land nach dem anderen. Im Kaskadenland kann man ins Bowserland reisen. Das müssen wir gemacht haben, sonst hätten wir den Mond da nicht. Ich brauche das Gemälde, das ins Küstenland führt, glaube ich, weil das war das Einzige, wo ich mich hochgebackt habe. So, hier im Bowserland ist nämlich das Gemälde, das uns fehlt. Es kann sein, dass wir einfach nicht durchgegangen sind, aber es ist eigentlich relativ einfach zu finden. Es ist hier, beim Haupthof, genau. So, hier, wo man gegen die beiden Hasen gekämpft hat, ist nämlich hier an der Wand ein Gemälde. Es kann sein, dass ich nicht durchgegangen bin, weil ich mir gedacht habe, ha, da muss ich nicht hin, da habe ich mich eh schon hingeschummelt. Ich wusste nicht, dass Toadette ein entsprechendes Achievement hat. Und damit sollten wir alles haben, außer das letzte Gebiet. Ich hoffe es. 10 von 10. 10 von 10 steht da. Okay, wir haben es geschafft. Das war das Portal, was uns gefehlt hat. Sehr gut. Dann ab zurück ins Pilzkönigreich. Oh, wenn man durch den Sand rollt, ist man voller Sand. Guck mal, wieder was gelernt. So, auf in den Palast. Tatü, tata. Oh, ich darf nicht mit dem Roller rein. Okay, dann gehen wir zu Fuß. Wenn wir nicht mit Gewalt reinkommen. Hallo, Toadette. Oh, guck mal, sie applaudiert mir. Mario, du bist einfach großartig. Du hast alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Die letzte Leistung, die dir noch fehlte, war Meister der Teleportation. Mit ihr hast du meine allerletzten Powermond redlich verdient. Ich hoffe, du freust dich. Ja. Ey, du freu mir. Meister der Teleportation, ein Mond für dich. Du bist so unglaublich erfolgreich. Yay, tanzt sie um mich herum. Und wir haben hier zwei Sterne. Was für uns bedeutet, wir haben alle Welten erfolgreich, außer die, wo wir jetzt gleich noch hingehen, abgeschlossen. Wie schön. Und wir haben die erstaunliche Anzahl von 877 Powermonden. Allerdings sind das noch nicht alle, die wir sammeln können. Denn es gibt immer noch ein Königreich, was wir abschließen müssen. Und dort werden wir uns jetzt hinbegeben. Mit 877 Powermonden.
So. Cappy drauf und los geht's. Wir machen es auch immer noch im Mario-Outfit, einfach weil es die letzte Welt ist. Nämlich die stockfinstere Seite, die wir mit 500 Powermonden freigeschaltet haben. Auf geht's, Herr Mario. Fliegen Sie los mit der Odyssee. Den letzten Flug, den gönnen wir uns auch. Ah. Bei der Stage habe ich überlegt, ob ich die... Aber ihr seht's gleich. So. Noch einmal hoch auf den Mond. Hallo. Echt angenehm, alles wieder geschafft zu haben. Also, fast alles. Wir haben noch etwas vor uns. Und das seht ihr jetzt. Die stockfinstere Seite. Hopp oder Top Krater. Was der beiden Sachen sind. Guck mal, da sind alle Leute aus den ganzen Welten. Hallo. Guck mal, hier stehen sie alle. Reden wir mit allen. Wir sind zu deiner Unterstützung hier. Du bist so unglaublich mutig. Das ist eine wahre Inspiration. Das wird kein Spaziergang werden. Ich wünsche dir viel Glück. Du bist leider noch nicht am Ende deiner Mission. Ich wünsche dir alles Glück. Der Länder für dein Vorhaben. Wenn es brenzlig wird, dann mach so wie ich und tanz eine Runde. Behalte immer einen kühlen Kopf. Wir drücken dir super feste die Daumen. Pass da draußen bitte gut auf dich auf. Es lauert Gefahr überall. Bitte sei vorsichtig. Das werden wir tun. Und bevor wir noch mehr... Ich bin so stolz auf dich, dass du dich dieser Mission stellst. Singt hier sogar Pauline nochmal für uns ein Lied und wir können sogar mit ihr reden. Los Mario, spring! Okay. Let's go! Dann nehmen wir uns einen Frosch und fangen an. Wir springen in die finale Stage von Super Mario Odyssey. Der wahrscheinlich schwersten... Würde ich sagen. Bin mir nicht sicher. Ich denke schon, das ist die schwerste. Soll ja auch der Abschluss für einen sein. So. Klettern wir hier hoch. Dürfen wir extra nochmal richtig viel von dem Song hören. So. Da hinten oben ist unser Ziel. Und wir gehen jetzt hier in die Röhre. Und schauen mal, was uns erwartet auf dem Weg dorthin. Ach, guck mal, das Lied ist ja perfekt gegangen. Halli, hallo, Hallöchen. In der Höllenprüfung des Todes. Na endlich, wir haben wieder normales unser normales Gewicht. Wir müssen da ganz da hinten ganz, ganz weit raus. Und das Ganze ohne zu sterben. Eine Sache, die ich mir gönnen werde, ist, man kann ja diesen Bosskampf gegen dieses Ding machen. Und wenn man ihn tötet, kriegt man ein Megaherz. Ich mach's einfach jetzt mit einem Peach-Amiibo. So. Ich skippe nur diesen Kampf gegen dieses nervige Ding, wo ich Goombas aufeinander stapel. Und eventuell mich umbringen, um es neu zu versuchen. Aber so können wir wenigstens direkt loslegen. Und auf der gesamten Strecke gibt's ein bisschen Heilung und so. Auf jeden Fall. Allerdings, wenn man stirbt, fängt man wieder hier an, wo wir gerade eben waren. Und das will man natürlich nicht. So. Dann... Versuchen wir erstmal nicht in die Lava zu springen. Das wäre schon mal ein guter Ansatz. Und versuchen diese Strecke hier vielleicht beim ersten Versuch zu schaffen. Ich weiß es nicht. Achso, ja. Einfach gegen Wände springen. So. Zack, zack, zack. Und hier rüber. So, da können wir ein bisschen runterrutschen. Ich glaube, da sollte man auf die Stangen warten, aber egal. Wir können ja einfach unsere Super Mario Skills auspacken und keine Ahnung, einfach alles skippen. So, dann haben wir das Stück geschafft. Dann kommen hier die Bowser-Wellen des Todes. Die fand ich immer erstaunlich einfach mit Long Jumps. So. Da habe ich schon gesehen, dass einige Leute mit denen irgendwie Probleme hatten, aber nö. Einfach ein paar Long Jumps, dann ist es geschafft. Und wie gesagt, guck, hier auf dem Weg gibt es auch öfter Heilung. Das ist eigentlich relativ nett gehalten, ne? Dafür, dass es eine finale Mario-Stage ist, nicht Bowser. Ha. Bowser ist besiegt. Ich mag das nicht, dass wenn man ohne Geschwindigkeit losschwimmt, dann springt man auch nicht schnell. So. Dann kämpfen wir uns hier durch die Lavagruben mit unserem Feuerball. Wuppa. Da links könnten wir uns auch ein paar extra Münzen holen, wenn wir denn so gierig wären. Aber ich verzichte einfach mal. So, wir wollen nämlich hier hoch. Hallo. Es gibt ja auch ein, zwei Tricks, die man anwenden kann. Deswegen habe ich überlegt, die Stage öfter zu spielen, aber ich erkläre euch einfach die Tricks. So. Hallo. Wüstenmusik und Knospen. So, wir wollen da erstmal hier auf die Plattform in Sicherheit.
Und da hoch. Und dann da rein. Und dann wollen wir gleich rausgehen. So, warten wir mal ein bisschen ab. Wir haben alle Zeit der Welt für die finale Stage. Kein Zeitdruck. Gott sei Dank. Zeitdruck wird es nicht angenehmer machen. So. Dann wollen wir an euch vorbei. Und zack. Oh. Eventuell knapp. Eventuell auch einfach geplant. Man kann sogar mit den Beinen die Plattform nach unten drücken. Wie cool. So. Dann sind wir fertig mit dir. Und gehen hier in den Eistunnel. Lustigerweise, das erste Mal, wo ich hier war, hatte ich das Polarland noch nicht gespielt. Und wusste nicht, dass es Eiswasser gibt. Da war ich echt verwirrt, was dieses komische Wasser hier machen soll. Mittlerweile weiß ich's. So, wir brauchen allerdings das komische Eiswasser, um über die Pixies rüber zu fliegen. Und zack. Und jetzt wieder rein. So, hallo. Und guck mal, wer da auf uns wartet. Es ist Yoshi. Hallo. Schön, dich capturen zu dürfen. Wie gingst du nochmal? Zunge ausstrecken. Hat das schon gereicht? Ja, genau. Einfach nur die Zunge ausstrecken. Dann kann man sich hier ein bisschen... Also wenn man stirbt, ist es nicht schlimm. Man kriegt hier echt ein bisschen Geld. Und guckt mal, dort oben wartet ein Freund, ein Bekannter auf uns. Nämlich der Herr Sphinx. So, einmal noch die Zunge ausstrecken und schon sind wir hier drüben. Brauchen wir Yoshi noch? Ich weiß es nicht. Wir bleiben einfach mal Yoshi. Wie vielleicht aufgefallen sein sollte, ist die Strecke recht lang. So. So, ich aktiviere das mal. Oh Gottes Willen, denkt sich Yoshi merkwürdig. Ich glaube, da ist aber überall nur Geld. So, tschüss Yoshi. Tut mir leid, ich brauche dich nicht mehr. So, Herr Sphinx, hallo. Dieses Sphinx-Rätsel hier ist echt kacke. Bei dem hier muss man sich nämlich jedes Mal, wenn man eine der Fragen falsch beantwortet, wenn man es richtig lösen will, umbringen. Und ich habe die Fragen oft falsch beantwortet. Aber dieses Mal passe ich auf. Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Welches ist das einzige Land, das ich, die überragende Sphinx, noch nicht bereist habe? Forstland, Pilzkönigreich, Wüstenland, Küstenland. Küstenland unter Wasser, Wüstenland hinter dem Gebäude. Forstland hat den Weg versperrt, Pilzkönigreich. Geh bei der richtigen Antwort, nimm dies mit auf deine weitere Reise. Tada, und hier wird man doch mal geil werden. Hätte man Schaden. So, hallo. Hahaha, irrender Reisender und Kopfbedeckungskumpel. Hat euch meine gebildete Aura eingeschüchtet? Das war Absicht, ihr habt Fragen in allen Ländern beantwortet. Dann kommen wir zum großen Finale, los geht's. Welches der folgenden Attribute trifft nicht auf mich zu? Sandresistent, wasserfest, blumenzüchtend und Weltraumerfahren. Ich weiß nicht, warum es Weltraumerfahren nicht... Nee, im Weltraum ist er auch. Aber im Forstland ist er auch. Und im Wasser ist er auch und in der Wüste auch. Aber es ist blumenzüchtend, weil er keine Blumen züchtet. Weil Weltraum erfahren, er kann ins Weltall, er kann ins Wasser, aber er züchtet keine Blumen. Ist ja nicht, das heißt ja nicht, dass er im Forstland war. Versteht ihr? Fangfrage und so. Du bist wirklich ein helles Köpfchen, nicht wahr? Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Falls du der Meinung sein solltest, ich verrate dir die Antwort rundheraus, wie es so meine Art ist, sodass du es gleich noch einmal versuchen kannst, dann hast du dich gewaltig geschnitten. Mach dich auf was gefasst, hier kommt die nächste Frage. Welche ist die einprägsamste Erinnerung an deine Weltreise? Toller Schnurrbart, sprechender Hut, das Wüstenland, die Sphinx-Gespräche mit dir. Puh. Na, ob das wohl wahr ist, du Charmeur? Es bleiben nur noch wenige Fragen zu beantworten. Noch zwei. Warum stelle ich all diese Fragen? Es ist spannend, es ist erhellend, es ist Zeitvertreib, nur so zum Reden. Das ist aber Freunde. Ich sollte mich wohl nicht mehr über deine korrekten Antworten wundern. Und die letzte Frage. Die letzte. Welche abschließenden Worte halte ich für dich parat? Hier habe ich alle falsch geantwortet beim ersten Mal. Glück gehabt, du hast geblufft und du hast gebogelt, weil ich dachte, die wäre nicht nett. Aber sie sagt, danke sehr. Hahaha, ich muss mich aufrichtig bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mein Bestreben war es, mit meinen Fragen Freunde auf der ganzen Welt zu finden. Darum brach ich auf zu meiner Reise von Land zu Land.
Und letztendlich traf ich auch auf euch beide. Dafür bin ich sehr dankbar. Das war ganz wunderbar. Gib niemals auf, tapferer Reisender und reisende Kopfbedeckung. Danke, Mr. Schwings. So. Ich glaube, das sind so ungefähr 500 Münzen oder mehr. Auf jeden Fall ist es eine Menge Geld, die einem gibt. Dafür, dass man die Fragen richtig beantwortet. Aber leider ist es auch nur Geld. So. Gut. Dann haben wir das Sphinx-Rätsel beim ersten Mal, Gott sei Dank, gelöst. Und können jetzt unsere Reise durch die Hölle fortsetzen. Ihr seht schon, da wartet noch einiges auf uns. Und hier gibt es einen Trick. Man muss hier seine Mütze abgeben und durch so einen Parcours, der sich bildet, klettern. Allerdings muss ich meine Mütze werfen und es schaffen, hier oben drauf zu gehen. Es ist ein bisschen schwer vom Timing her. So, genau. Weil dann fährt die Plattform einfach mit uns hoch. Und ihr seht, da unten bildet sich gerade dieser Parcours. Dieser Höllenparcours, wo man ein bisschen Geld bekommt. Allerdings können wir einfach hier nach oben fahren. Und ganz gechillt einfach hier kriegen wir sogar ein Herz geschenkt dafür, dass wir das gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist, ans Herz zu kommen. Aber ja, wir sehen, da unten bildet sich dieser Parcours. Wir können ja ein bisschen zugucken. Während wir hier oben chillen. Und dann schubst es einen komplett raus irgendwann. Ah ja, genau, dann kommt es in der verfolgende Strecke noch am Ende. Pow, 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 pow. Und dann geht es auseinander hoffentlich. Nö, ich muss erst nach vorne laufen. So, jetzt krieg ich Cappy. So, ein weiterer Trick, der hier sehr, sehr viel Mühe und Arbeit spart, den ich aber nicht machen werde, weil ich euch natürlich die Hölle zeigen möchte, ist, wenn man hier den Controller schüttelt, dann fliegt Mr. Glidon sehr weit. Wir werden normal ohne Controller schütteln hier durchfliegen. Und man kann bis zum Ende der Stage fliegen, was einem einiges spart. So, allerdings machen wir das nicht, sondern versuchen es so normal wie möglich hier durchzuschaffen. Und einfach die ganzen Wirbel mitzunehmen und nicht von diesen Killermücken umgebracht zu werden. Das wäre zumindest mein Ziel. So, wenn man Controller schüttelt, schafft man es bis da hinten zu dem Gemälde. Ihr seht es ja schon in der Entfernung vielleicht. Da ist ein Bowser drauf. Bis zu dem Gemälde schafft man es mit dem Gleitviech. Allerdings wollen wir das nicht machen, sondern wir wollen uns hier nach vorne schnipsen und versuchen immer natürlich fleißig mit unseren Wurfarm die Gabeln zu treffen. Weil wir sonst sehr viel Aua erleiden werden. Und wer jetzt noch nach Münzen geht an der Stelle. Ja gut, manche Leute machen es halt ein bisschen früher die Stelle. Da kann ich es dann noch nachvollziehen, aber ansonsten wäre es echt merkwürdig. So, genau. Diese Röhre führt darüber, allerdings durch die Hölle. Also das ist das Stück, wo ich sterben werde wahrscheinlich. Ein paar Mal. Und dieses Gebiet hier wird allgemein sehr frustrierend für mich. Und hier braucht man auch etwas mehr Leben. So, die Sache ist die. Hier spawnen unendlich von diesen Höllendingern. So. Die kann man auch schön abwehren. Man kann allerdings auch dieses Ding in der Mitte aktivieren, diesen Laser. Dann muss man über ganz viele Laser springen. Dafür muss man allerdings nicht die Viecher die ganze Zeit abwehren. Weil diese Laserwellen halt alles für einen töten. Was in gewisser Weise cool ist, aber irgendwie auch nicht. Weil man halt sehr viel rumhüpfen muss. Aua, ich habe selber aktiviert und bin drin stehen geblieben. Ah gut, lieber kriegt man Damage, als von der Hölle hier zermetzelt zu werden. Aua, dafür haben wir unser Leben. Aber nur für die Stelle. So. Dankeschön. Sehr gut. So. Huch. Hätte ich fast eine Stampfattacke runtergemacht. Batterieleistung lässt nach. Okay. Können wir mit leben. So. Das ist die Stelle, wo ich wahrscheinlich sterben werde. Das ist einfach so fürchterlich. Man muss hier mit diesen Schnalzvögeln arbeiten, wo ich eh schon immer Probleme habe. Und das über einer Schlucht, wo man so einfach sterben kann. Und ich hänge auch noch richtig kacke da. Okay. Wie die Nase sich durchbiegt. So. Okay, jetzt hängen wir besser da. Wenn ich es richtig sehe, könnte ich versuchen, da den Controller zu schütteln. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich da festhalten kann im Stein und das ist so spät passiert. Ja, und jetzt dürfen wir alles von vorne wiederholen. Wir sehen uns gleich hier wieder. Ja, ich zeige euch gerade, wie es jetzt hier aussieht, wenn man den Controller schütteln würde. Einfach nur, um dieses Gabelstück zu skippen.
Man kann aber halt auch auf die andere Plattform dahinter noch fliegen, was sehr stark ist. An der Stelle hier kann ich eigentlich einen Amiibo zeigen, den ich noch nicht gezeigt habe, eigentlich, oder glaube ich nur erklärt habe, den Mario Amiibo. Guck mal. So, jetzt läuft die lustige Musik und ich kriege keinen Damage mehr. Cool, oder? Wie gesagt, ich kann es einfach theoretisch wegtanken, also es ist relativ egal. Ich wurde eh noch nicht mal getroffen, außer da das eine Mal, wo ich getroffen werden wollte. Aua, jetzt wurde ich einmal getroffen, okay. Schau mal, wie schön das hier ist. Sieht doch wunderschön aus. Nach dem puren Spaß. Überhaupt nicht die Hölle. Und es hält doch sogar fast lang genug, um das... Na gut, bis hierhin hat es gehalten. Bis zur schlimmsten Stelle. Holy shit, und da kommen jetzt Tausende auf einmal. Hallo? Könnt ihr bitte nicht mehr existieren? Okay, dann habe ich. Ah, schade. So, okay, hallo Peaksbird, der mich super nervös macht. Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, mein Controller geht jetzt dabei leer. So. Du schwingst davor. Okay. So, oh, guck mal, wie schön. Wie schön habe ich denn da reingepiekst? Dann können wir uns doch gleich nach unten halten und... Flupp. Sehr schön. Einmal. Zweimal. Schütteln, nach vorne drücken dabei und dann können wir uns hier hochschütteln. Oh, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Okay, seht es einfach an, als hätte, wenn ich diesen Leichtsinnsfehler nicht gemacht hätte, wäre ich hier vielleicht schneller durchgekommen. Vielleicht. So, aber es ist noch nicht vorbei, wir müssen immer noch aufpassen. So, zack, der und hüpft aber direkt aufs Fass zu. Wir müssen nämlich hier mit der schrecklichen Steuerung arbeiten. Und zack. Und zack. Und hier nach oben fahren, glaube ich. Wie muss ich lenken? Nach oben muss ich drücken. Es ist so fürchterlich. Es ist so fürchterlich. Man versteht gar nichts, was man drückt. Jetzt muss ich nach unten drücken. Und jetzt muss ich einfach hier ein paar Mal von unten dagegen hüpfen. Was ich auch geschafft habe. Ich weiß gar nicht, was mit den Fässern passiert. Ah, es rollt da einmal gegen und rollt dann raus wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Kann sein, dass hier noch ein Herz oder so versteckt ist. Aber wir gehen mal weiter. Wir haben es geschafft. Wir haben es vollbracht und sind beim Gemälde angekommen. Hallo, Bowser-Gemälde. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man ab hier stirbt. Aber gehen wir mal ins Bowser-Gemälde rein. Weil ich glaube, jetzt kommt nochmal die Bowser-Fluchtsequenz. Ich habe übrigens... Man kann den Controller schütteln, um Feuer zu spucken, habe ich gelernt. Das wusste ich auch nicht bis vor kurzem. Ja, wir müssen die Bowser-Fluchtsequenz machen. Und wenn ihr unser Leben anschaut, dann sollte ich auffallen, dass wir komplett vollgeheilt wurden. Das Spiel ist echt nett hier an der Stelle. So, allerdings habe ich schon, klug wie ich bin, eins der Leben verschwendet. Aber egal, wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Die Stelle hier ist so nervig. Weil mich verfolgt hier ein Feuerball, ein Stein und ich muss halt die ganze Zeit alle drei Schläge mich umdrehen. So, okay, wir haben es aber. So, dann weiter nach oben und die komische Wand hoch. Und ihr habt gerade richtig gesehen, Bowser kann auch einen Mario-Dreifachsprung. Der gerade äußerst praktisch hier war. So, haben wir das und auf nach unten. Okay, haben wir den Höllenweg hier hinter uns. Und wir sind wieder Mario. It's a me. Und dann gehen wir in ein Stromkabel. Alter, zweiter Versuch. Finde ich okay. Gehen wir in ein Stromkabel und sind oberhalb des Gemäldes. Und dort wartet ein weiteres Stromkabel auf uns. Und in alter Mario-Manier... Wie üblich bei den ganzen 3D-Marios kriegen wir ein kleines Wort geschrieben aus Buchstaben. Nämlich, wer kann es nur erraten? Thank you. Dankeschön. Alter, wie habe ich das gerade geschafft, dazwischen hin und her zu wechseln? Egal, ich will es gar nicht wissen. Wir können hier unsere Cappy nochmal hinwerfen und das ganze Wort sehen. Thank you. Dankeschön, sagt das Spiel zu uns. Cappy, komm mit. Wir lassen dich nicht zurück und können hier in eine Röhre reingehen. Und erinnert ihr euch noch vor Ewigkeiten? Richtig. Wir waren auf der anderen Seite von dieser Schlucht hier. Da oben ist unser Ziel. Und da hinten waren wir vorhin. Guck mal, da ist Pauline und die anderen und die uns alle angefeuert haben. Und dort oben ist er. Einer langen Reise Ende. Der letzte Multimond im Spiel. Der letzte Powermond für uns. Unser großes Ziel. Und dafür würde ich gerne den Frosch hier fangen und nicht einfach auf seinen Kopf springen. Zack. Und dann klettern wir jetzt ganz gemütlich hier diesen Turm hoch. Wir beide haben es ganz schön weit gebracht. Ja. Sind echt viel durch die Welt gekommen.
Wir haben all die verschiedenen Länder bereist. Nun ja. Klar haben wir dabei die ein oder andere Breitseite erhalten. Er redet so langsam. So. Tschüss, Mr. Frosch. Dich brauche ich hier nicht mehr. Wir müssen zu Fuß weiterklettern. So. Und dann klettern wir hier ganz gemütlich mit Y gedrückt nach oben, ohne Controller zu schütteln, sonst kriege ich hier noch einen Krampf in der Hand. Und schaut, es läuft wieder das Lied. Unsere Reise war wirklich einmalig, Mario. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre dabei, deinen Kopf zu behüten. Ebenso war eine Ehre, dich auf meinem Kopf tragen zu dürfen, Cathy. Auch wenn ich gar nicht Mario bin, aber ich spreche mal für Mario. Und wir holen uns den letzten Powermond. Da 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 da. Das Ende einer langen Reise. Ein Multimond für dich und mich und uns alle. Hey. So, da sind wir. Erfolg. Moment mal, wo ist Mario? Hä? Du hast den Unsichtbarkeitshut erhalten. LOL. Erstmal ein Video machen, dass es ein Mega-Secret im Spiel ist. Dafür muss man nur ein offizielles Level schaffen. Okay, wir haben den letzten Hut erhalten. Nämlich den Unsichtbarkeitshut. Und ja, jetzt haben wir da oben einen Stern. Wir haben alles gesammelt, alles erfolgreich gemacht. Und können uns hier unser Mario-Outfit wieder anlegen. Ja, unsichtbar Outfit ist ganz cool für Screenshots, aber ansonsten ist es echt ein bisschen schwer damit zu spielen, weil man nicht weiß, wo man ist. Puh, wir sind fertig. Wir haben alles geschafft, was man schaffen muss. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gemälde in der Kirche. Das ist eine schwerere Version des Bosskampfes gegen Bowser. Allerdings bekommt man dafür gar nichts. So, wir haben 880 Powermonde. Oh, wir haben alle offiziell gesammelt. Und die Odyssee ist jetzt golden. Weil wir alle Monde im Spiel gesammelt haben. 880 ist die offizielle Stückzahl. Es gibt Leute, die sagen 836, weil die dir aus der Liste zählen, aber die Multimonde dich als 3 Stück sehen oder so. Ich weiß es nicht. 880 ist die offizielle Zahl. Ich will nichts anderes mehr hören, okay? Weil jedes Mal, wenn man danach googelt, kommen 5 verschiedene Zahlen. 880. Ich habe alles immer nur einmal in den Shops gekauft und habe jeden einzelnen Mond gesammelt. Extra, damit ich am Ende diese 880 da stehen habe. Ein neues Porträt von Bowser hängt im Hochzeitssaal. Ja, das müssten wir theoretisch noch machen. Und die Map kreist sich jetzt. Jetzt kann ich vom Stockfensterseite zum Pilzkönigreich und zurück und hin und her. Und wir haben alle Gebiete fertig. Alles geschafft. Wir machen aber noch eine Sache jetzt. Bevor wir zu Bowser gehen, würde ich gerne irgendwo landen. Ist mir egal wo. Genau. Und wir speichern erstmal. Ich hoffe, ich habe gerade nicht zu laut gesungen. Es ist nämlich gerade mitten in der Nacht. Machen wir die ganze Zeit schon Sorgen. Gehen in die Optionen. So, jetzt kommt der Punkt, wo manche mich vielleicht hassen werden. Datenverwaltung. Spielstand laden. So, da unten ist Spielstand 5 mit 880, der offiziellen Anzahl, die man sammeln kann. Ihr seht oben, mein Spielstand hat 999. Wie geht das? Man kann in den Shops unendlich viele kaufen. Heißt, ich müsste... Pro Mond kostet... Ein Mond kostet 100, oder? Ja. 12.000 Münzen müsste ich dann nochmal sammeln. Und dann hätte ich die 999. Das spare ich mir mal fürs Let's Play. Wir laden einfach den Spielstand, wo ich 999 habe. Den Spielstand, den ihr noch nie gesehen habt, der geheim ist. Der Super Secret Spielstand. Hier habe ich manchmal Screenshots gemacht für die Videos. Ich sehe den Luftballon nicht. Das muss der richtige sein. Die Odyssee ist entsprechend auch groß geworden. Also, ich glaube, die wächst kaum noch, sobald man die 880 hat. Aber ein bisschen halt. Wir gehen mal ein bisschen auf Abstand, ein paar Meter. Da, hier sieht man es. 999 Powermonde habe ich gesammelt in diesem Spielstand. Hui. Und es gibt eine Belohnung dafür, die es aber nicht wert ist. Sage ich mal schon jetzt. Die schauen wir uns gleich im Pilzkönigreich an. Bevor wir dies tun, achtet mal auf die Daten der Powermonde, wann ich die bekommen habe. Das war alles ein Tag vor meinem Geburtstag. Ich hatte ja eine frühe Version. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie früh. Und jetzt schauen wir mal, wann ich den letzten Powermond eingesammelt habe.
Unser erster Powermond ist auf dem 16., weil ich am Anfang falsches Datum eingestellt hatte. Das habe ich zwischen dem ersten und dem zweiten scheinbar gemerkt. Aber ich habe währenddessen noch ein paar gesammelt, genau. Also, ja, ich hatte das falsche Datum am Anfang in der Switch, aber ich hatte es am 11., glaube ich. Und ich habe euch ja erzählt, der letzte Mond, den ich gesammelt habe, war im Cityland. Im Cityland... Nein, das Bild vom Küstenland, was ins Cityland geführt hat. Also müssen wir nach, da, mit Küstenlandkunst gefunden. Das war der letzte Mond für die 880 Monde, die ich gefunden habe. Das war am 14., 3 Tage danach. Und ich kann euch noch was zeigen. Schaut mal, wie die Weltrangliste beim Seilsprung mal aussah. Wenn man nach der Online-Liste geht, nach der Weltrangliste, war ich der Erste, der es 100% durchgespielt hat. Ich denke, es gab bestimmt ein paar andere, die einfach nicht die Online-Ranglisten angeschaut haben. Aber wenn man nach den Online-Ranglisten geht, war ich der erste Spieler, der 100% gemacht hat. Das war dann hier nochmal 2 Wochen später oder so, 1 Woche oder so. Da haben wir, das waren die ganzen Preview-Leute. Und ihr seht schon, der eine hat immer gute Rekorde aufgestellt, da hatte ich nie die Lust drauf. Aber wenn man weiter guckt, gibt's einige, werden es immer weniger und irgendwann war nur noch ich bei den meisten Sachen. Ja, und da bin ich in meinem Bowser mit Krone-Outfit, so bin ich am Ende ein bisschen rumgelaufen. Ich, laut Weltrangliste war ich der Einzige, der immer World Rankings Platz 1 war. Also ich war überall mal der erste Platz in den World Rankings, das ist doch schön, oder? Kann man doch stolz drauf sein. Irgendwann mal. Besonders die Zeiten. Einfach 1 Minute 40 in Bowser's Kingdom. Ja gut, wenn es niemand anderen gibt. Aber, wie versprochen, werden wir jetzt noch einen Blick ins Pilzkönigreich werfen. Und uns dort eine Sache angucken. Und dafür ziehen wir uns gerne das Brautkleid an. Obwohl, nein, lassen wir es. Das ist dumm. Brautkleid ist einfach nur ein Meme. Keine Zeit mehr für Memes in meinem Mario Let's Play. Wir werden uns nämlich die Belohnung angucken, die man für 999 Powermonde bekommt. Cappy sagt, wenn man 999 Powermonde hat, hey, geh mal ins Pilzkönigreich, ich habe da noch eine kleine Überraschung für dich. Als Dankeschön für unsere Reise oder so. Und ihr habt es wahrscheinlich gerade schon im Ladebildschirm 1 Sekunde gesehen, da oben ist ein Zylinder, hä? Ja, ich habe meinen Hut da oben drauf gesetzt, fand ich praktischer. Nein, ich zeige euch, die Belohnung, die es nicht wert ist, zeige ich euch jetzt. Also es ist nicht nur der Hut. Vielleicht ist es jetzt sogar schon besser für euch, weil ich es euch so vorgestellt habe. So, wir müssen auf jeden Fall da hoch auf den Zylinder. Das ist unsere Aufgabe. Und jetzt schreibt es nicht bei anderen Let's Playern drunter, was die erwartet oder sonst was. Ich meine, die meisten haben es selber gespielt und so, aber das will man doch selber entdecken. So, dann hätte ich gerne bitte wieder Cappy. Danke. Danke. Genau, dann kommt nämlich hier diese Kletterstange. Hallo. Ja, komm, schütteln. Ich schaff's so oder so. Dann kann man da hochklettern. Wie bereits gesagt, dann kann man da hochklettern, genau. Und dann kann man hier ganz oben drauf klettern. Und hier ganz oben drauf kann man Cappy nochmal drauf reiben. Und dann... Tada! Das ist die Belohnung dafür, alles im Spiel gemacht zu haben. Mein Spielstand hatte ja auch einen Stern, das heißt ja, also ich hatte hundertprozentig alles gesammelt. Es gibt noch ein paar Listen hier, die man vollständig machen muss. Es gibt die Käpperungsliste, dafür muss man alles gekäppert haben. Da haben mir bei dem Spielstand am Ende 2 Sachen gefehlt, nämlich die beiden Piranha-Pflanzen, weil ich nie gecheckt habe, wie man die captured. Und Souvenirs alle kaufen und die Musik vollständig haben. Haben wir alles geschafft, haben wir auch im anderen Spielstand, weil das kriegt man einfach nebenbei, während man spielt. Und die einzigen Sachen, die mir gefehlt hatten, waren ja die Piranha-Pflanzen. Und jetzt können wir uns nochmal gerne die schwerere Bowser-Stage zum Finale angucken, wenn ihr Lust habt. Und das machen wir natürlich im Brautoutfit. Können wir es doch noch einmal einsetzen, um gegen Bowser zu kämpfen. So, ja, man kriegt, soweit ich weiß, keinerlei Belohnung dafür. Warte mal, ich wechsle den Spielstand. Einfach nur, um es im anderen gemacht zu haben. So, da sind wir nochmal bei unserem Spielstand so gesehen. Einfach, weil um zu zeigen, dass es nichts ändert. Das Bowser-Gemälde ist da. Wir haben auch die 2000 Münzen, die wir gerade hatten. Und, boah, dieses Gemälde jagt mir echt einen Schauer über den Rücken. Und dort ist einfach Bowser mit seinem Hut. Und das ist allgemein einfach nur, ich glaube, eine schwerere Bosskampf-Version. Wo sonst nichts anders ist. Ich glaube, Bowser kommentiert das Outfit. Deswegen ist es ganz lustig, wenn wir das Peach-Outfit anhaben.
Oh, guck mal, ich hab Peach. Und der Himmel ist auch jetzt rot statt lila und so. Also es ist allgemein so. Aha, du willst ja auch Zeit Patzklotze, Mario? Das ist schäbig. Du solltest dich schämen. Du siehst in diesen Klamotten übrigens toll aus. Aber eigentlich ist das egal, denn du bist sowieso nicht eingeladen. Er sagt, wie gesagt, immer was unterschiedlich zu den Kleidungsdingern. Und guck, wenn wir ein Brautkleid anhaben, sagt er, wir sehen toll aus. Wie nett er ist. So. Kennen wir die Cutscene? Ändert sich auch nichts unter... Oh, guck, da kommt ja direkt ein Hut auf uns zu. Ich glaube, beim Kämpfen wird es jetzt ein bisschen schwerer, ihn zu hauen. Und er wirft direkt alles schneller und... Ja, er fängt auch direkt mit den goldenen Panzern an und so. So. Aua. Sehr gut. Eventuell schaffe ich es nicht bei dem ersten Versuch. Ah, cool. Haben wir nochmal so einen Mega-Boss-Kampf am Ende vor uns. So. Das ist natürlich auch geil, wenn er da einfach weghüpft. Ich will deine Minecraft-Planeten nicht so... Und springen. Und weiterboxen. Und springen. Und springen. Und weiterboxen. Ihr seht schon, das ist nur der erste Schlag. Nimm dies. So, und jetzt hüpft er darüber. So, und fackelt hier alles ab. Ganz wütend. Sehr schön. Und jetzt können wir wieder zu ihm hingehen. Hallo. Vier Hüte. So, haben wir den abgeworfen. Passt schon besser als im Let's Play. Und guck mal, der Himmel ist jetzt orange. So, erstmal schön weglaufen. Und zack. Und zack. Und wenn wir schnell genug boxen, müssen wir nicht mal so oft ausweichen. Eins. Und boxen. Und eins. Und zwei. Und boxen. Und eins und zwei und drei und boxen! Pam! Perfekt! Danke! So, da haben wir ein bisschen mehr Platz zum Ausweichen, wenn wir ein Feld nach links laufen. Sonst hätte er uns, glaube ich, genau da den Drehpunkt vom Feuer gehabt. So, hallo Mr. B. B to the Ausa. Und jetzt kommt das Nervigste. Okay, wir haben ihn. Und wir haben ihn aufgesetzt. Perfekt. So, dann hüpft er jetzt wieder dreimal. Zwei. Und drei. Können wir direkt schon auf ihn zulaufen. So, wenn wir Glück haben, wirft er sogar mehrere. Ja, perfekt. Einmal. Okay. Boxen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Boxen. Okay. Und eins. Zwei. Und boxen. Und eins, und zwei, und drei, und boxen. Pam! Haben wir die Phase geschafft. Ein bisschen schwerer als sonst. Aber nicht unmöglich. Ich habe mich, glaube ich, sogar besser eingestellt als beim normalen Kampf. Und das kennen wir alles schon. Es ist exakt dasselbe. Jetzt wird gleich der Boden einbrechen mit den Mondwürfeln und so weiter. Und dann geht es natürlich auch weiter. Nein, noch nicht mal. Guck mal, Peach fällt erstmal runter. Jetzt kommen die Mondwürfel. Alles bricht ein, Mario liegt am Boden. Die Folge ist lang genug. Beschwert euch nicht. So, dann gehen wir mal gucken, ob es den Leuten gut geht. Hallo, was sollen wir tun? Bowser capturen. So, die Cutscene kennen wir auch, wo Bowser-Lieder laufen. Und jetzt müssen wir erstmal mit Prinzessin Peach fliehen. In einer schwereren Fluchtsequenz, glaube ich sogar. Bin mir nicht mal sicher, ob sie schwerer ist. Doch, 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 ich glaube schon. Von Anfang an brechen mehr Blöcke runter und so weiter. Haben also weniger Pfade zur Auswahl. Nichtsdestotrotz können wir jetzt zack die Dinger einfach kaputt kloppen. So. Aua. Ich liebe diese Mondwürfel, die einem einfach immer wehtun. Nur weil sie existieren. So, dann hauen wir hier die Brücke kaputt, ohne dass Felsen auf uns drauf fallen, bitte. Pam. Pam. So, weiter geht's. Und dann müssen wir hier durch die Röhre. Schaffen wir es mit der Batterieleistung? Ich glaube, das Spiel pausiert sich, wenn es ausgeht, oder? Ich glaube schon. Ich hoffe es einfach mal. So. War gerade sehr knapp, dass ich da nicht runtergefallen bin. So. Zack. Da können wir hier hochklettern. Zack. Zack. Pause, bitte nach da drehen. Danke. Und dann können wir hier einmal den Boden wegmachen und weiterlaufen.
Keine Zeit. So. Man kann theoretisch aus der Distanz einen Feuerball auf die Wand schießen, wenn man es ganz eilig hat. Aber eigentlich sollte es reichen. Also so. So, und dann kommen wir halt in der Nähe an und kann ein bisschen schneller drauf prügeln. Dann müssen wir wieder diese Wand wegprügeln und jetzt kommt wieder Sonic Time. Oder das entsprechende Lied. Und wir dürfen noch ein letztes Mal. Ich sehe den Ausgang. Wir haben es fast geschafft. Die Fluchtsequenz spielen. Da. Zack. Säule Nummer 1. Aus dem Weg. Dann darüber. Da kann man theoretisch halt so ein bisschen Zeit sparen. Aber so eine Eile ist man auch nicht. Säule Nummer 2. So. Oh Gott, da war eine Lücke, oder? Oh, guck mal, das ist ein Herz. Cool. Wusste nicht, weil das Herzen hier droppen können. Und die letzte Säule. Okay, habe ich gerade so mit der Klaue erwischt. Und weg mit Säule Nummer 4. Und jetzt schnell hier rüber. Und zack, 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 zack. Du dummer Kackwürfel. Geh kaputt. Ich habe mir den Sieg verdient. Ich habe alles gesammelt. Und rein da mit uns. Husch. Und aufi. So, Leute. Damit haben wir Super Mario Odyssey komplett durchgespielt. Die Endsequenz müssen wir auch nicht ein zweites Mal sehen. Ändert sich nichts. Ich schwöre auf alles. Ich habe mir die komplett angesehen. Gar nichts ändert sich. Super Mario Odyssey. 100% bei Zombay. Dankeschön. Oder soll ich noch... Ich weiß nicht. Also, ich grind von mir aus auch noch die Münzen, aber nicht mehr in dem Video jetzt. Vielleicht wenn ich während des Schneidens oder so, denke ich nochmal dran und schneide es nochmal kurz hinten dran. Aber, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit dem Projekt. Oh, guck mal, die darf ich sogar skippen. Dankeschön. Und wir haben das Gemälde geschafft und kommen einfach hier raus, ohne dass was passiert ist. Auch sehr unbefriedigend, aber hey, wir haben es, die finale Belohnung gespielt. Haben alles geschafft, haben alle Monde, haben... Naja, alle Monde, die wir offiziell holen können, außer die 200, die man... Oder die 120, 119, die man jetzt noch einzeln in Shops kaufen muss, die aber keinerlei Relevanz haben. Haben wir alles geholt und... Ja... Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Projekt. Wir sehen uns bei Super Mario Odyssey 2 spätestens wieder. Ich hoffe, ihr hattet echt sehr viel Spaß beim Zuschauen. Tut mir leid, dass die letzte Folge jetzt so ein bisschen auf sich warten ließ, aber naja, hat auch die entsprechende Länge. Nehme ich an, weil ich irgendwie schon seit 3 Stunden aufnehme und irgendwie durchgehend rede. Mein Hals ist auch komplett am Arsch. Und wir haben hier nochmal einen schönen Anblick der Odyssee und der Erde. 880 Monde, die offizielle Anzahl, die ich jetzt für mich festgelegt habe, die es als Power-Monde zusammen gibt. Die Leute, die 836 sagen, zählen die Multimonde nur einzeln. Und ich sage, das sind immer 3 Stück. Weil das Spiel die auch so zählt. Warum sollte man die einzeln zählen? Jetzt stehen wir hier nochmal in unserem Luigi-Outfit, weil es Luigi einfach nicht in dem Spiel gibt. Und ja, Mario ist nicht so cool. Hätte es einen Luigi-Modus gegeben, wo man nochmal das Spiel als Luigi durchspielt, der so ein bisschen andere Steuerung hat. So wie bei Galaxy. Ich glaube, ich hätte Let's Play als Luigi angefangen, weil ich ja schon vorher die 100% hatte. Bei Galaxy musste man ja alle Sterne sammeln. Dann konnte man als Luigi spielen, was sehr, sehr, sehr cool war. Geht hier allerdings nicht. Hier gibt es nur das Luigi-Kostüm und sonst keinerlei Spur von Luigi. Ist vielleicht tot, keine Ahnung. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann, euer Luigi. Hallo!